Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Im letzten Part gab es ja einige Probleme. Da ist bei dem Toyota Celica, den ich mir anschauen wollte, das Spiel abgebrochen. Das passiert leider immer. Leider auch nur bei dem Fahrzeug. Das heißt... Marmelade. Lecker. Einen Augenblick. Da. Das heißt, den können wir uns nicht mehr anschauen, aber wir können unser Auto holen. Und guck mal, was wir uns holen hier, ne? Als Karrierefahrzeug. Das Civic haben wir ja schon. Ich fand ja diesen Hyundai, den Nissan Sentra, den fand ich sehr schön. Ich würde sagen, ja, den möchte ich auswählen. Als ich hoffe, ich habe jetzt keine Scheiße gebaut. Wir fahren erstmal in die Garage. Wo war denn eigentlich schon mal meine Garage? Ach du Scheiße, wie der Spiegel gerade leckt. Ich bin nicht gerade flüssig. Naja, hält sich wenigstens in Grenzen. Weh, ich hab jetzt Scheiße gebaut, ey. Sonst hätte ich eigentlich Geld für mein Auto, Geld. Ah, das Spiel läuft nicht flüssig genug. Den Sponsor habe ich eigentlich geschafft. Bitte, weh, ich hab's nicht. Ich hab's weh, ich hab's verkackt. Weh, ich hab's verkackt, ey, dann, ey. Oh! 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 Es hat geklappt. Ja, schön meinen Zweck fahren. Auf zum Spezialteile-Shop. Sieht aber trotzdem nicht sehr flüssig aus. Oh, ein Best Buy. Werbung. Und Band.
Ich will, dass dieses Spiel jetzt mal etwas flüssiger läuft. Das heißt, ich muss leider die Grafik etwas runterdrehen. Ah, die Auflösung hat auch. Gut, die Auflösung hat schon gereicht. So. Ah, eine Wand nach vorne. Wir haben es geschafft, unseren Sponsoren da an einen Nissan Sentra zu ergattern. Das ist geil. Hey, swap out stock parts with aftermarket hardware to slam more power from your ride. Upgrade the brains of your ride by swapping out the stock computer with a superchip. Now, transmission is where you lose most of your power, so any upgrade will help you get more ponies to the blacktop. Tighten your ride and get rid of that stock suspension for firm hold and grip. Nitrous oxide is the glycerin of the race world. Rack it under your hood to give your ride that extra power when you need it. Amplify your power band by bolting on a turbo. So, von wem bauen wir den rein? Jackson Racing, HKS, Apex Integration, G-Ready. Ich nehme Turbonetics. Raus. Auf die Straße. So, von Ken betrefft Drag. Ein Drag unten in Cool Harbor. Und das in Cool Harbor West? Ne, East. Ne, West. Cool Harbor West, cool. Die Gegend hasse ich aber. Ey, ja gut. Hey, von Ken betrefft Drag. Hey, Kumpel, das wird der Hit, wenn du glaubst, dass du deine Karre da in Schach halten kannst. Dann roll schon mal zur Startlinie vor. Die ist getuned dafür. Ich hab Nitro. Das sollte schon ausreichen, oder? Neustart. Ich hab's verkackt. Also dieser Drag will nicht funktionieren.
hat. Im Ziel. Man muss es nie einfach am Anfang setzen. Warum bin ich darauf nicht früher gekommen? Naja, gab ja eigentlich auch Sinn. Oh, ein neuer Sponsor. Wen nehmen wir diesmal? Oh, check it out. I've just gone through the latest offers and here's what I think is worth looking at. Decide who you want to sign with. Ja, Klaus Wangbaum darf. Na gut, hier. Bright will eine Vereinbarung. Papa verpflichtet sich zu folgenden Siegen. 5 URL-Rennen, 3 Rennen der Sponsorenwahl, 19 Rennen eigener Wahl. Bergklausel Wagenbauen, der auf 2 DVD-Karten erscheint. Ach, ne. Bonus-Sponsor stellt einen zusätzlichen Wagen. Okay. Bright will 5 URL-Siege. Ne, Pia. Pia will 5 UL-Siege, 3 Rennsiege nach Sponsorenvergabe und 19 noch weitere. 2 DVD-Cover in der Werbeverpflichtung stellt dafür einen kostenlosen Wagen zur Verfügung. Alpin will 5 UL-Rennen, 19 Rennen eigener Wahl, 3 Rennen nach Sponsorenwahl. Wagen bauen, der auf 2 DVD-Covern erscheint, kostenloser Wagen von Bayview. Ich nehme nochmal gleich hier den hochwertigsten. Neuer Vertrag mit Alpine. Geil. Dann holen wir mal gerade da eben diesen Sprint noch mit. Und dann können wir auch bald mal in einen neuen Stadtteil gehen, würde ich sagen. So, von Julie betrefft Sprint, Renntipp, Sprintdistanz, das steht ja als Sache. Alles klar, Hotshot? Hab schon gute Dinge über dich gehört. Zeig, was du so am Start hast. Dein Einsatz? Respekt. Gibt's erst, wenn du dein Können beweist. Ja, natürlich beweise ich mein Können hier. Ja, schlecht, Bennett. Gib mal Gas, ne? Würde ich mal so, ne? Hier. Komm, bereit mich vor. Nitro brauche ich nicht. So gut im Fahren, wenn ich will. Diese Kurve habe ich aber echt gut genommen. Geht doch ganz gut heute mal. Scheiße, ey. Es
ging bei euch da hinten falsch. Wende. Wende, ich liebe sie. Wenn du im Drift bist und wenn die Kurve rutschen würdest, kannst du mit deinem Heck direkt an eine Wand klatschen und die Kurve ist gerettet. So, und es gibt ein Audi A3. Geilo. So, gewonnen. Chance. Streetcar Magazine Titelbild. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Streetcar Magazine der Stadt ist und nach heißen Wagen für das nächste Titelbild sucht. Warst du mich gleich auf der Karte und ich melde mich dann wieder. Streetcar Magazine's Reps are scoping around, so look sharp. Wo ist der Stern? Ach du Scheiße, ja gut, das machen wir jetzt mal als erstes, ne? Das ist ein gutes Stückchen, wo ich da fahren muss, ja. So, dann mal auf. Das Navi will, dass ich hier rumfahre, warum auch immer. Ah, ich glaube, ich weiß warum. So, geht doch. Hör mal auf durch Jackson Heights, also nach Jackson Heights. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. So. Cool. Einmal das Beck Nils durch, ab nach Jackson Heights. Yo, Doc. Word on the wire is that there's some action brewing in Beacon Hill. I haven't been able to pinpoint the exact location, but you should be able to find them without much problem. It should be some easy picking, so I thought you might want in. Good luck. I'm out of here. Ich liebe diese Gegend, hier kann man schön durchdriften. Und ich gebe immer mehr Gas hier hoch. So. Ja, ich geschafft. Na ganz nice. Ich weiß nicht, wohin er mich lotsen will.
bin mal jetzt gleich raus. Und treffe Chance auf Zeitschriften. Hey, der Typ wird langsam nervös, hat heute Abend noch kein gescheites Rennen gehabt und will abhauen. Ich versuche ihn aufzuhalten, aber du musst in den nächsten 2 Minuten und 50 Sekunden hier sein. Kein Problem. Krieg mal hin, das wird enge. Das wird eine enge Kiste. Das heißt, es ist Top-Fahrer. Sich nicht von irgendwelchen dubiosen Gegnern ablenken lassen. Beste Fahrt, ja. Oh Gott, ich habe Schiss. Die Zeit läuft immer weiter weg. Ob ich habe Fuß. Erstmal vorbeifahren hier. You got first place in the big prize. You just made it onto Streetcar Magazine. Kein Foto machen. So, ein Foto. Streetcars Best Magazine. Streetcars Fast Magazine. Und da unten steht irgendetwas, was ich nicht lesen kann. Nice. Kann genehmigt werden. So, fahren wir weiter. So, was ist eigentlich hier? Flocken. Sonst versteckt sich hier nix. Na komm, ein Rennen machen wir noch. Erwischt, lustig. Aua. Aua. Info.
Also ich höre mal sogar an. Racebreaker. Stilvolles Fahren bringt dir Punkte, die in Nitro umgewandelt werden können. Verdopple die Nitro-Menge deines Wagens, indem du so viele Punkte sammelst, dass du den Zusatzbereich der Anzeige füllst. Oh. So. Kommen wir noch das hier. Von Stuart betrifft Sponsoren StreetX. Der sieht immer heftig aus. Wenn du im StreetX alles klar machst, werden das die hohen Tiere sicher bemerken. Und die Kohle, die dabei rausspringt, kannst du ja wohl gut gebrauchen. Ja, die kann ich gebrauchen. Die würde direkt in meinen Centra investiert werden. Als nächstes Bondoren sagen wir auf jeden Fall Muster. Deutlich besser gekommen. So, geht doch eigentlich relativ flüssig hier. Ah, das war scheiße. Das war scheiße. Fertig, ne? Ja, ging doch ganz gut mit unserem Circle hier, ne? Mit den schönen Spinners. Geilomatico! Oh, eine Mail. Motorhaum, es ist der neue Motorhaum eingetroffen, hol dir jetzt die neuesten Designs bei einem Karosserie-Shop in Bayview. Oh, jetzt muss ich mal einen Karosserie-Shop oder so umgehen. Dann fahren wir mal Lunsen, wollen wir hier einen Karosserie-Shop? Ich bin irgendwo hier in Heiz. Hier ist was.
Money. Erlässungs- und Juni-Genächtzeit. Okay. Und das ist nicht das, was ich suche. Aber wir gucken mal auf die Map. So, wo ist dieser Shop? Ah, ich hab eine Vermutung. Der Obbe. Na gut, schauen wir mal eine Ehrenrunde. Warte mal, hier für eine Info. Zeitschriften, ja gut. Klar. So, fahren wir mal rein, ne? Und gucken uns mal an, ob wir noch Gebote bekommen. Schulstangen werden nämlich immer dieselben. Also die Seitenschürzen. Nein, muss man gleich den hier. Nächstes kann die Toppenwurschab. Ja, genau, gehen wir mal. Aber zurück zum Explorer-Modus. Mit einem neuen Hackbügel. There's a camera crew here shooting for the next Four on the Floor sequel. Just make sure you cross the finish line first, and you're in for sure. A director for Underground Speed Zone is here, catching film for their next DVD. He's gonna be looking for winners, so put it down out there. Der passt durch. Alter! Wuppe! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Wo habe ich mich denn jetzt reingequetscht? Ach du Kacke! Was war eigentlich. Das ist meine Abkürzung. Krass, wie kann ich das verfahren? Lol. Ich würde ja eigentlich was machen. Erstmal in die Garage, ich will nämlich den Wagen wechseln. Und nein, das will ich nicht. Speichern. Dann den da nehmen. Und tunen. Die sieht dann nämlich nicht geil aus. Hin mit dir. Du bist jetzt getuned.
Hier kommt Spinners hin. Klappt dich wieder Geld aus. Leistungsmäßig ist er nix. Aber das ändert sich bald. Mit dir. So. Rubber dictates control, so spend the bills and get the good stuff. Remember, amp up your brakes to shorten the stopping distance. Put your car on a diet. Less weight means more speed. It's as simple as that. Also das hat jetzt Power, das Auto, ey. Ganz schön Bremsen und anderes verfügbar sind. Ich hab die Karre. Ist ja geil. Leute. So, eingeparkt mit der neuen Karre hier, eieiei. So, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, euer Yoshi Gaming.